Jo Leute, und somit herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein vorgedrehtes Video, ja. Ich bin jetzt aktuell in Hagen. Und heute gibt es den neuen, ja, relativ neu, Adalia Ice Lime on the Rocks. Könnt ihr die OVP sehen? Also was ist denn hier drauf? So zwei Cocktailgläser, Limetten, irgendwas Aufgefülltes. Im Hintergrund noch ein paar Eisberge, Limetten, yo. Genau, Freunde, ja. Ice Lime on the Rocks. Ich dachte mir am Anfang, geil. Green Lemon Mint, vielleicht in einer leicht geileren Version. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, 200 Gramm, 13,90 Euro. Adalia, ready to smoke das Ganze. Roter Tabak, rot eingefärbt, ja. Und wir kommen mal zum Geruch, Freunde. Und der erste Geruch ist hier einfach nur Haribo, ja. Haribo... die Grünen, sind es die Grünen? Auf jeden Fall mega gummibärartig. Noch eine angenehme frische Kühle dabei. Und ihr riecht noch so einen leichten Limetten und so einen säuerlichen Ton noch raus. Ja, so säuerliche Limette. Also riecht wirklich sehr entspannt, aber das Lustige ist, hier ist wirklich so ein, ja, so ein Haribo-Gummibär-Touch dabei. Vom Geruch her ist okay. Ja, heute wird geraucht Amy Brass, Hassan Pasha 1.0, 3 Tonke Kocha Gold und mit Diffuser heute mal, ja. Und wie ihr sehen könnt, das Ganze raucht exponentiell gut. Also Bombe, ja. Da kann man nicht meckern. Ja, und im Geschmack, jetzt nicht falsch verstehen, enttäuscht er mich ein bisschen. Ich hatte mir, wo ich die OVP gesehen habe, Ice Lime on the Rocks, hatte ich mir ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Aber er ist trotzdem lecker. Ihr habt wirklich, wie im Geruch, eine limettenartige, säuerliche Gummibärnote. Und noch was Frisches, ja. Also eine kühle Minze ist noch dabei, die aber auf jeden Fall auszuhalten ist. Das passt meiner Meinung nach perfekt. Nicht zu viel Minze, nicht zu viel Green Lemon Mint, sag ich mal. Und dieser Gummibärton ist hier auf jeden Fall dabei, ja. Die Limette könnte meiner Meinung nach noch ein bisschen intensiver sein. Die fehlt hier so ein bisschen, ja. Also es ist ein bisschen mehr Gummibär als Limette. Es paart sich aber irgendwo als Limettengummibärchen. Wenn ihr einzieht, habt ihr eine wirklich angenehme Kühle, was mega entspannt ist für den Sommer. Ich würde euch hier empfehlen, falls ihr euch den holt, holt euch gleich noch Green Lemon Mint dazu und mischt das Ganze. Und ich denke mal, dann ist es richtig geil, ja, weil bei dem Green Lemon Mint ist die Minze ein bisschen schwächer, kommt aber die geile Limette richtig durch. Und wenn ihr dazu noch ein bisschen Ice Lime on the Rocks reinhaut, dann haut der, denke ich mal, auch rein, ja. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, gibt es von mir eine Kauf- und Probierempfehlung. Auch wenn dieser Gummibärton jetzt nicht unbedingt dazu passt. Aber alles in allem ist es gut. Ja, könnt ihr euch holen, könnt ihr nicht falsch machen. Wie gesagt, Eisnote ist top. Green Lemon, also die Limettennote, könnte meiner Meinung nach ein bisschen intensiver sein. Deswegen mischt das Ganze mit Green Lemon Mint. Und dann passt das Ganze, ja. Ja, kleine Information noch am Rande für euch, Freunde. Alvaha und Adalia kommt, wenn ich wieder da bin. Das heißt, ich komme wieder am 6. April. Ab 7. gehen die Pakete wieder raus, wie im letzten Video gesagt. Und ich denke mal, in der 2., 3. Aprilwoche, also so ab dem 3., ja. Ach, ab dem 3. Ha! Gay! Ab dem 13. April sollte hoffentlich Adalia und Alvaha wieder da sein. Also Adalia definitiv, das weiß ich, das kommt. Und Alvaha müssen wir mal schauen. Und dann natürlich schon die neuen Dosen. Ja, ich habe gesehen, Alvaha kostet dann 13,90 Euro, 40 Cent mehr für 200 Gramm. Und die bringen jetzt auch komplett neue Sorten raus. Ja, da bin ich gespannt. Da werde ich mir vielleicht erstmal ein paar Döschen bestellen zum Testen und alles sowas. Und wenn ich die für gut empfinde, dann kommen die auch in den Shop rein. Ja, was gibt's noch? Heute ist Donnerstag. Falls ihr das Video noch seht, am 4.
am 4. April. Shop-Eröffnung in Hagen. Wer dort in Hagen oder Umgebung ist, kommt vorbei, Freunde. Ich werde vielleicht auch nochmal Informationen und alles sowas in die Videobeschreibung packen. Dort bin ich am Start von 14 bis 18 Uhr etwa. Wollen wir das Ganze durchziehen? Shop-Eröffnung und danach vielleicht noch in die Shisha-Bar in Hagen. Falls ihr Lust habt, kommt vorbei, können wir ein bisschen quatschen und alles sowas. Würde mich freuen, wenn da einige Abonnenten am Start sind. Und das war's soweit, Freunde. Ich werde jetzt noch, solange ich noch zu Hause bin, werde ich noch ein Video für Sonntag vordrehen für euch. Ja? Also nicht denken, nee, der ist ja gar nicht da, wie kann er denn Videos schneiden? YouTube-Partnerkräfte. Nee, Freunde, so ist nicht. Ich mache mir Arbeit und drehe das Ganze noch vor. Ich will es auch nicht ausfallen lassen, die Videos. Ja, warum auch, wenn ich die Zeit habe, kann ich auch die Videos noch drehen. So, habe ich noch irgendwas? Badam, badam, badam? Nö. Ansonsten Videos Hagen und sowas, Vloggy-Vlog-Style, wird dann übernächste Woche kommen. Übernächste Woche kommt, ja. Da ist die Stimme wieder weg. Also, Freunde, ich wünsche euch einen guten Rauch, guten Geschmack. Ich hoffe, wir sehen uns Samstag. Vielleicht kommen ja ein paar, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin jetzt draußen, haut rein, euer Shisha-Schmied. Peace.